So, hallo von meiner Seite. Danke, dass ihr zu so später Stunde noch zu einem Vortrag kommt. Ich werde heute ein bisschen über VS Code und Raspberry Pi bzw. Entwicklung unter VS Code sprechen, am Fallbeispiel der Raspberry Pi. Konkret werde ich darüber ein bisschen euch was berichten, wie man meiner Meinung nach State of the Art entwickelt, von einem Rechner aus auf einem anderen Rechner. Ich bin Wiederholungstäter bei den Linux-Tagen. Ich glaube, ich bin jetzt über 10 Jahre bei KS Engineers, da in Graz als Softwareentwickler tätig, und ich komme noch länger zu den Linux-Tagen. Und ich glaube, seit 2013 war der Software Freedom Day, bin ich eigentlich regelmäßig auch mit diversen Projekten, wobei meistens geht es irgendwie ein bisschen um die Raspberry Pi, mit dabei. Von der Open-Source-Schiene, selbst Linux-User, natürlich, die meisten glaube ich da. Und Open-Source-Maintainer bin ich noch von so zwei kleinen Projekten, Rocklety und Boxstarter. Bitte gerne mal auf GitHub vorbeischauen. So, wir fangen gleich an, weil deswegen seid ihr da. Visual Studio Code. Visual Studio Code hat vielleicht für manche einen Linux-User am Anfang so ein bisschen einen bitteren Beigeschmack, weil es ist ja Microsoft. Ich muss aber sagen, da haben sie die Jungs wirklich angestrengt und was Gutes auf die Beine gestellt. Das ist sehr leichtgewichtig, obwohl es mit Electron und so weiter und so. Ein sehr leichtgewichtiger Editor, wenn man mal sozusagen die Basis hernimmt, der komplett Cross-Plattform ist. Also ich habe das Ding auf meinem Windows-Rechner in der Firma, ich habe es auf meinem Linux-Rechner, ich habe es auf meinem, ja, auf allen meinen Geräten eigentlich auch. Ja, und es gibt sehr gute Plugins, Hunderte, Tausende für verschiedene Sprachen, also für verschiedene Programmiersprachen. Und es ist ganz egal, ob man jetzt Java entwickelt oder C#, C++, Rust, PHP, was auch immer. Es gibt alles. Und das Ganze ist wirklich extrem entwicklerfokussiert. Das heißt, sie sind zwar ein bisschen Huibu im Sinne von, es ist alles auf Electron und man kann alles mit CSS sehr hübsch zaubern, aber eben, es ist Linux und Mac sind nochmal kein Add-on, das ist einfach out of the box, das ist dabei, das funktioniert auch auf ARM, und es gibt wunderbare Anleitungen, auch selbst von Microsoft. Das ist quasi Entwickler First Class Citizens. Also wenn jetzt irgendjemand neu hergeht und sagt, ich möchte ein bisschen Code schreiben, oder ich habe jetzt da zum Beispiel nur einen Mikrocontroller, oder ich habe jetzt ein Raspberry Pi, oder ich habe jetzt keine Ahnung, irgendwas, und ich möchte jetzt da keine große IDE mir installieren, ich habe vielleicht eine langsamere Hardware oder ich arbeite jetzt von Windows aus und ich möchte jetzt da auf Linux was entwickeln, dann sage ich immer, schau dir VS Code an. Also als erstes VS Code anschauen. In den meisten Fällen ist es eigentlich mehr als ausreichend für das, was man machen möchte. Das Schöne ist, es kommt am Anfang wirklich als kleiner Editor, der wirklich sehr leichtgewichtig ist, den man dann mit Plugins wirklich erweitern kann. Wie gesagt, Mac und Linux sind First Class Citizens, das gibt es einfach immer und man kann es, also ich habe es noch auf keiner Linux-Distribution und ich probiere gern zwischendurch mal neue Sachen aus, nicht installieren können. Es gibt immer irgendwo eine Möglichkeit und meistens ist es trivial und out of the box unterstützt. Also abgesehen davon, dass es einmal ein normaler Editor ist, der hübscher ist als andere Editoren, gibt es eben den Hintergedanken, dass man die VS Code verwendet zum Softwareentwickeln. Und beim Softwareentwickeln geht es in erster Linie darum, dass man nicht nur Code schreibt, sondern auch Code repariert. Und dementsprechend ist es so, dass man, wenn man Debugger hat, und die meisten Sprachen haben zum Glück einen Debugger, dann sollte man ihn auch nutzen. Und in VS Code ist es so, dass es quasi für jede Sprache auch ein Debugger-Plugin gibt. Das heißt, man kann dann, und das zeige ich euch später, wirklich Line by Line durch den Code durchsteppen, sich den aktuellen Zustand von Variablen anschauen und so eigentlich sofort oder in sehr kurzer Zeit Bugs finden, wo man mit, ich sage jetzt mal, Printline-Debugging länger brauchen würde. Und natürlich, ich hoffe, alle Entwickler stehen auf Versionsverwaltung. Genauso Support für Versionsverwaltung in erster Linie Git fokussiert, muss man sagen. Das heißt, wenn man etwas Exotischeres verwendet, dann muss man vielleicht das eine oder andere Plugin suchen, aber auch das geht sehr gut. Aber wenn man mit Git umgehen möchte oder kann, das geht einfach. Das ist mit dabei, das kostet nichts extra, das funktioniert super. Ja, genau. Und jetzt machen wir mal eine kleine Demo. Jetzt zeige ich euch das Ding mal. So, aber ich mache das Ganze nochmal zu. Und ich arbeite da jetzt da auf meinem älteren Surface Book mit Manjaro Linux und es ist jetzt nicht wirklich stark. Also, das ist schwach. Aber auch da sieht man, dass meine VS Code Instanz eigentlich ziemlich flüssig aufgeht und ich habe da schon einiges an Plugins mit reingepackt.
Für Python, das Remote SSH-Plugin, für Rust, verschiedene To-Do-Plugins, Vim-Emulation, also genauso Sachen. Wenn wir jetzt, ich habe vorher relativ lang mit Vim gearbeitet, auch auf meinem Chromebook und auf dem Linux-PC und auf dem Windows-PC, damit ich überall die gleiche Umgebung hatte. Und die Vim-Key-Bindings bin ich gewohnt und ja, das geht jetzt einfach. Also ich habe die Vim-Key-Bindings im VS Code, kann man machen, muss man nicht, ich finde es cool. Ja, also jedem, wie er mag. Jein, nicht alles. Also die Frage war, kann man Vim-Plugins installieren? Ich habe das in einem Forum wo gesehen, dass das Leute gemacht haben. Ich selbst habe es noch nicht gemacht. Das wäre die korrekte Antwort. So, ihr seht da jetzt gerade einen Markdown-Code und ich kann jetzt da zum Beispiel ein sehr nettes Feature, ich kann den Markdown-Code jetzt rendern lassen. Das ist die Präsentation, die wir gerade anschauen. Das ist quasi auch out of the box mit dabei. Wobei, dass das jetzt die Präsentation ist, da gibt es ein Plugin, das heißt MARP. Das ist eben dieses Markdown-Presentation-Plugin, aber das installiert man und es funktioniert. Und das geht eben auch auf Chrome OS, auf Windows, auf Linux, überall. Da braucht man nichts extra dafür. Der Editor ist prinzipiell so aufgeteilt, wie die meisten anderen auch. Man hat da in der, so wieder ein Laserpointer, man hat da so in der Mitte hier einen Editorbereich. Man hat dann weiter unten kann man ein Terminal bzw. so ein Panel einblenden, wo man für verschiedenen Output hat, eben ein eigenes Terminal. Und seitlich, so das tue ich mal weg, und seitlich hat man dann sozusagen noch so Navigations-Items für die verschiedenen Tasks. Eben zum Beispiel den File Explorer. Und das finde ich auch wirklich ganz nett, dass ich, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich möchte jetzt zum Beispiel, was nehmen wir da jetzt da? Eins meiner Projekte hergehe und sage, ich mache jetzt da einen Ordner im Endeffekt sozusagen auf und ich habe jetzt da im Workspace Explorer diesen einen Ordner drinnen geöffnet. Und ich kann jetzt im Endeffekt Code schreiben, ausführen, debuggen. Ich habe seitlich sofort sozusagen die Versionshistorie, wo ich scheinbar gerade genau angefangen habe, etwas umzubauen. So, also das ist im Endeffekt jetzt da. So schaut der Editor aus. Die Suche wollte ich jetzt sagen, die finde ich nämlich besonders cool. Die Suche in VS Code verwendet unter der Haube RipGrep. RipGrep ist sowas wie Grep, kennen vermutlich die meisten von euch. Das ist sozusagen eine Regex-Suche in Dateien. RipGrep ist das gleiche, nur sehr viel schneller. Die moderne Version davon. Das ist eine Neuimplementierung in Rust, der hat sich ein bisschen Gedanken gemacht. Und ich kann jetzt da, also das, das hat überhaupt keine Zeit gedauert. Und ich verwende es ja ganz gerne in der Firma, wo wir eine große Codebasis haben, zum Suchen über viele, viele tausend Dateien. Codebasis von mehr als 10 Gigabyte, alles zusammen und das geht schnipsi-schnapsi. Also da kann man über alles sofort drüber suchen. Das ist echt praktisch. Und man kann jetzt natürlich auch Search and Replace machen, man hat reguläre Ausdrücke, alles, was man so von Grep so gewohnt ist, direkt im VS Code drinnen. Warte, ich probiere das jetzt nochmal ganz kurz. Genau, und ja, funktioniert eigentlich ganz cool. Also ich könnte jetzt auch die 19 gefundenen Files sofort öffnen. Ja. Was wollte ich euch noch sagen? Genau, Ordner Workspaces, Search and Replace, genau. Steuerung P F1. Wobei, das mache ich jetzt im Endeffekt wieder was auf. Sehr Entwickler fokussiert. Das heißt, es geht auch einiges mit Keyboard-Shortcuts. F1 ruft so diese Doc-Leiste herunter. Da kann ich im Endeffekt sagen, was möchte ich jetzt tun. Also da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, Format Document. Dafür gibt es natürlich wieder eigene Keyboard-Shortcuts, aber ich kann das jetzt sagen, bitte formatiere dieses Dokument und zack, hat er gemacht. Gleichwohl kann ich mit F1 zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt irgendwas suchen. Zum Beispiel jetzt mit GitLens, das ist ein anderes Plugin, das ich installiert habe, damit man noch ein bisschen besser mit der Git-History arbeiten kann, nach Commit suchen. Und also F1 drücken und man bekommt sozusagen eine interaktive Prompt. Steuerung P ist eigentlich so meine Lieblingstastenkombination, weil damit kann ich im Endeffekt Files öffnen bei Name. Und das ist so ein bisschen Fuzzy-Find-mäßig. Das heißt, ich kann jetzt im Endeffekt CO eintippen und er bietet mir einfach jedes File an, wo CO drin vorkommt. Also,
Ja, also zum Navigieren sehr, sehr entwicklerfokussiert, aber wirklich sehr brauchbare Features. Das integrierte Terminal, ich blende das jetzt immer aus mit Steuerung Ö. Ich habe da dieses Terminal, ich kann es auch groß machen. Und dieses Terminal ist sehr eng verwoben mit dem Editor. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Code debugge und durchsteppe, dann kann ich gleichzeitig in diesem Terminal, vorausgesetzt, das ist halt jetzt kein Native Binary, sondern zum Beispiel Python oder eben PowerShell in meinem Fall sehr viel, kann ich direkt in dem Terminal gleichzeitig arbeiten, mir Variablen ausgeben lassen, neue Sachen hinzufügen on the fly, während ich editiere, Umgebungsvariablen setzen, sehen wir später noch. Die Git-Integration habe ich Ihnen schon angefangen, kurz herzuzeigen. Also ich kann da direkt drinnen zum Beispiel sagen, jetzt ich schaue mir da Change an und sage, okay, die beiden Changes hätte ich jetzt ganz gern und gebe eine Message an zum Beispiel, keine Ahnung, edit term color for GH 42 ist es, glaube ich, oder GH 42, edit term color. Zack. Und ich habe einen Commit gemacht, direkt aus dem Editor. Und ich könnte das jetzt auch auf GitHub pushen. Mache ich jetzt nicht, weil ich nicht weiß, ob das die Issue-Nummer korrekt war. aber das Commit ist in der History. Und ich könnte mir jetzt, also ich könnte es mir jetzt da auch da in der History anschauen. Also die Integration ist da wirklich sehr gut. Zugegeben, jetzt in dem Zoom-Level könnte es sein, dass das ein bisschen überladen alles wirkt auf dem richtigen Monitor, nicht am Beamer schaut es dann eher ungefähr so aus, hätte ich jetzt mal vermutet. Aber damit ihr was lesen könnt, machen wir es wieder in Blindenmodus. So, und Debugging. Also Code-Debugging, da machen wir jetzt irgendwas auf. Trauen wir uns? Ja, trauen wir uns. Was machen wir jetzt da? So. Ach, ich schreibe jetzt einfach was dazu. Vielleicht davor, weil das wird es nicht geben. Jetzt hoffen wir, dass das geht. Ja, okay. Also ich habe jetzt ein bisschen an Code geschrieben, habe F5 gedrückt und zuerst mit F9 einen Breakpoint gesetzt. Also ich setze jetzt noch einmal einen Breakpoint und ich kann mir jetzt aussuchen, ob ich mit, da oben hat man dann so eine Beschreibung drüber, Step into, Step over und Continue und ich drücke jetzt noch einmal F5 und jetzt da springt er mir zum nächsten Breakpoint im Endeffekt und ich kann jetzt da live die Variablen anschauen, die Variablen Werte. Ich kann da so im Watch-Fenster Ausdrücke hinzufügen und ich kann da jetzt sozusagen durchsteppen. Gleichzeitig sehe ich da unten jetzt den Output. Jetzt haben wir zum Beispiel am abgeschmiert, das mache ich gleich nochmal, das ist eigentlich eine gute Idee, weil jetzt kann ich quasi live mitschauen, wenn ich das wiederhole, warum er ein Problem hat. Man hätte jetzt auch in Output lesen können. Aber man sieht da eigentlich, beziehungsweise man sieht jetzt eben nichts, das ist der Clou dabei. Environment Chocolatey Package Folder ist einfach nicht gesetzt, diese Umgebungsvariable. Wenn ich die jetzt hinzufüge, da ist nichts. Und wenn ich jetzt der Join Path mache auf etwas, das leer ist, dann sagt er mir das eh. Cannot bind argument, parameter path is null. Also das mit null und Leerstring und so, das ist in PowerShell ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ist ein anderes Thema. Ja gut, und eben, was könnte man machen, dass man das jetzt fixt? Das ist dieses Problem jetzt. Greife ich etwas vor, also terminieren sollte man. Jetzt setze ich diese Variable. Jetzt setzen wir einen Breakpoint her und machen das nochmal. Und wir sind drüber gekommen, ohne Fehler. Und ich sehe jetzt gleich den neu zusammengebauten Pfad. Also das ist jetzt ein kurzes Beispiel. Okay,
Ich muss weitermachen, sonst haben wir ein zeitliches Problem. So viel zum Thema VS Code, kurzer Crashkurs. VS Code und Raspberry Pi. Raspberry Pi kennt ihr vermutlich alle, es ist auf alle Fälle der Einplatinencomputer, weswegen die Welt weiß, was Einplatinencomputer sind. Das gibt es jetzt schon seit über 10 Jahren. Wie gesagt, ich bin jetzt selbst seit 2014 in etwa bei den Linux-Tagen regelmäßig mit Raspberry Pi-Projekten dabei, auch mit Martin Strohmeier zusammen häufig. Wir haben da schon einiges gemacht über Lego-Roboter, Fin-Clients, Einsatzmonitor für die Feuerwehr, Alarmanlagen etc. Letztes Jahr habe ich meinen Raspberry Pi Cluster vorgestellt, der bei mir zu Hause tatsächlich im Einsatz ist und weswegen ich auch zu dem VS Code und Raspberry Pi Thema gekommen bin, weil ich eigentlich alles, was ich auf diesem Cluster mache, remote entwickle. Und zwar von meinem Laptop oder von meinem Stand-PC aus direkt auf den Sourcen auf dem Cluster. Ja, das sind nochmal die Specs, also etwa 20 Core Raspberry Pi Leistung. Mit 3 TB NFS Storage kann man schon einiges machen damit. So, Raspberry Pi Demo, ich halte mich jetzt ganz kurz. Damit da nichts schief geht, muss ich sagen, schummel ich da jetzt ein bisschen und verbinde mich nicht auf eine Raspberry Pi, sondern verbinde mich auf eine Raspberry Pi OS, das in KVM auf dem Laptop läuft. Ich verwende GNOME Boxes dafür, das funktioniert inzwischen auch sehr cool. Also wenn wer GNOME User ist, GNOME Boxes ist nett. Ja, und wie gesagt, ich habe hier ein Raspberry Pi OS aktualisiert auf die aktuellste Version. Was ist der 4.19er Kernel? Also jetzt nicht ganz up to date, aber das ist bei Raspberry leider so. Who am I is Pi, Hostname is Raspberry. Also das ist eigentlich plain vanilla. Ich hoffe, ich hänge da jetzt nicht ganz public im Netz, weil ich habe, also es ist wirklich so, wie es Raspberry Pi halt kommt. Und damit ihr jetzt wirklich nur seht sozusagen, dass das ein Raspberry-System ist, wollte ich jetzt noch schnell mich dahin verbinden. Und zum Beispiel raspi-config ausführen. Gut, geht das. Genau, also wir sind auf einer Raspberry Pi, nur dass sie eben bei mir virtuell läuft, damit die Demos sicher funktionieren und ich kein Problem mit den Verbindungen habe. So, VS Code. Jetzt geht es ans Eingemachte. Jetzt fangen wir mal an wirklich mit dem Remote SSH Plugin. Das Remote SSH Plugin hat übrigens Optionen, falls euch das interessiert. Ich komme dann irgendwann meistens drauf und schalte es dann noch am halben Jahr oder Jahr aus. Die besseren Plugins, wo hinter Microsoft auch sozusagen ein bisschen Entwicklung reinbuttert, die haben alle Telemetrie. Dessen müsst ihr euch bei VS Code bewusst sein. Im Endeffekt, ihr könnt die ganze Telemetrie ausschalten, aber es macht keiner für euch. Also installiert es und wenn es euch interessiert, schaltet die Telemetrie aus. Es gibt sonst eine Open-Source-Version, also eine noch mehr Open-Source-Version von VS Code, wo sie das von vornherein sozusagen ausgeschalten haben. Das Remote Development Plugin. Wenn ihr es installiert habt, dann habt ihr da so einen zusätzlichen Button, beziehungsweise da unten die Option, dass ihr euch zu einem Host verbindet. Und eben, ich habe das jetzt eingetragen, Virtual Raspberry OS, das fragt am Anfang mal die IP-Adresse, der Hostname bitte. Und ich habe jetzt meine SSH-Config nicht hinterlegt, das heißt, ich muss momentan das Passwort eingeben. Ich habe es absichtlich gemacht, weil es ist sozusagen der Standard, wenn ihr das mal das erste Mal macht. So, jetzt sind wir da verbunden. Das zeigt auch da unten in diesem Bereich hier an. Ich bin mit SSH verbunden. Wenn ich jetzt ein Terminal öffne, dann ist es das Terminal, was auf der Raspberry Pi wirklich läuft. Das heißt, ich bin jetzt in einer Bash-Session drinnen. Ich kann wieder sagen, who am I? So Pi, Unname minus A. Das 4.19er Kernel. Habe ich zum Glück, also ich muss jetzt rausgehen, nicht. Ich bin ein bisschen aktueller mit 5.16. okay, aber wir sind jetzt auf der Raspberry Pi. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, Open Folder und ich mache da jetzt da auf Git und GLD22 Demo gleich. So. Wenn ihr das verwendet, dann tut es bitte SSH Key Authentication, dann müsst ihr nicht ständig das Passwort eintippen. So. Also, wir sind jetzt verbunden mit der Raspberry Pi. Ich habe da nicht so viele Ressourcen spendiert, damit wir ein bisschen echteres Feeling sozusagen dafür haben, also 2 GB RAM und ein Core oder so. So, es läuft. Wir sind verbunden, wir können jetzt direkt auf der Raspberry Pi Code schreiben und auch debuggen. Also ich kann jetzt dort zum Beispiel wieder ein Breakpoint hersetzen mit F9 und jetzt drücke ich F5. Was jetzt passiert ist, dass der Debugger wieder aufgeht und ich tue jetzt da mal ein bisschen was verstecken und jetzt können wir durchsteppen im Endeffekt. Das Kommando Speedtest ist offensichtlich, also Speedtest ist installiert, ist verfügbar. Jetzt überprüfe ich, ob es ein File gibt.
im Home-Verzeichnis Speedtest dbcsv, das gibt es offensichtlich, also hier kein Problem. Dann mache ich eine Hash-Table und jetzt mache ich ein Measure-Command und führe einen Befehl aus. Im Endeffekt in Zeile 23 steht jetzt da, bitte führe Speedtest aus mit dem Parameter --json und dann konvertiere das Result from JSON. Das heißt, in der Variable Result, was ja ein Hash-Table ist, werde ich dann sozusagen JSON-Content als Objekt vorfinden, sobald es fertig ist. Ja, bis vorher braucht, dauert vermutlich so an die 30 bis 45 Sekunden. Obwohl die Leitung in der TU sehr gut ist, fragt es mir nicht genau warum, aber das sollte man da warten. Ja, also ist jetzt gerade bei dem Ausführen und ich habe F10 gedrückt, das heißt, sobald er mit dem Befehl fertig ist, sollte man dann wieder da im Editor stehen. Gut. Ja, sind wir fertig, sehr gut. Jetzt haben wir da eine Variable res und man kann die schon anschauen. Das heißt, ich sehe da jetzt einen Download Speed, Upload Speed und Ping, was für einen Server er verwendet hat, etc. Schaut alles soweit so gut aus. So, jetzt gehe ich her und sage, ich mache Get Content, also ich lese mir ein File Content und konvertiere das from CSV. So, jetzt lese ich meine sozusagen bisherigen Messungen ein. Sind alle da. Und da funktioniert was nicht. Da funktioniert was nicht. Und am Schluss füge ich diese Messung hinzu und schreibe es wieder ins File raus. Da funktioniert was nicht, da funktioniert was nicht. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, weil das Terminal nicht offen war. Aber das sind im Endeffekt jetzt sozusagen die Fehlermeldungen, die da jetzt da während dem gekommen sind. Das sind genau diese Zeilen. Da hat man, also in Python wäre es ähnlich schön. Ich finde, in PowerShell ist das halt sehr schön aufbereitet, wo du dann siehst, sozusagen, wo wirklich der Fehler ist. So. Wie machen wir das jetzt da? Ich schaue nur ganz kurz bezüglich der Zeit. Also wir haben jetzt einmal angefangen. Ans Eingemachte gehen wir später. Es gibt, wenn ihr Plugins installiert, zwei verschiedene Wege, wo das Plugin landet. Wenn ihr das Remote SSH Plugin aktiviert habt und euch zu einem Host hin verbindet, dann sind nicht alle Plugins, die ihr lokal auf eurem Rechner habt, sozusagen bereit für den Einsatz am entfernten Gerät. Das geht da vor allem so um diese Debug-Plugins, um den Code-Server, der euch zum Beispiel Vorschläge zu eurem aktuellen Code, den ihr schreibt, macht. Da hat man dann, wenn man sozusagen auf das Gerät sich hin verbindet, eine relativ saubere Umgebung, wo vielleicht nur ein To-Do-Plugin oder sowas drin ist. Und zum Beispiel ein Python-Plugin, ein PowerShell-Plugin, die müsst ihr dann sozusagen nochmal installieren und er sagt euch das eh, install on Virtual Raspberry Pi in meinem Fall jetzt da. Das heißt, es wird dann sozusagen das Plugin in einer Sandbox, das ist ein Node-Modul, auf dem Gerät dann ausgeführt, wenn ihr euch hin verbindet. Und das, gut, das ist jetzt tatsächlich etwas klein. Man sieht dann sozusagen, welche Plugins man hat, lokal installiert hat und welche Plugins dann auf dem Gerät installiert sind. Genau. Und was ich ganz cool finde, also jetzt Python und PowerShell und Skriptsprachen und Bash und was man so alles schreibt, in allen Ehren. Aber es ist halt schon cool, wenn man jetzt nicht nur Scripting-Sprachen oder Interpretersprachen, ist glaube ich politisch korrekter, debuggen und ausführen kann, sondern eben auch Native Binaries, wenn man zum Beispiel C++-Code schreibt, wenn man C-Sharp-Code schreibt oder wenn man eben, wie ich zwischendurch einmal, was in Rust schreibt. Und auch das funktioniert sehr gut. So, das wollte ich euch jetzt noch zeigen, weil das finde ich, wenn man so ein bisschen mit Softwareentwicklung zu tun hat, das zeigt dann das Potenzial von diesem Editor, der so ein bisschen ein Hybrid aus Editor und IDE ist, weil out of the box ist eigentlich nur Editor. Aber eben mit den richtigen Plugins wird es schon zu einer sehr mächtigen IDE. Und ich meine, man kann da so ein Flaggschiff-Produkt hernehmen wie das Visual Studio, das im Endeffekt jeder kennt und jeder, der auf Windows arbeitet, eigentlich auch verwendet. Aber dass man dann eben einen Remote-Debugger direkt aus dem Ding raus startet und damit einen Native-Code auf einer Raspberry Pi ausführt, das kann das Studio zwar auch inzwischen, aber dafür zahlt man ein Batzen Geld. Und das kann ich nicht so on the fly schnipsi schnapsi auf dem Chromebook installieren, was mit VS Code eben sehr gut funktioniert. So, jetzt probieren wir mal. Ich habe jetzt nur F5 gedrückt und ich stehe wirklich im Rust-Code und kann auch den durchdebuggen und sogar Step-Into machen.
Und ich kann mir die variablen Werte anschauen. Ja. Ich kann Watchfenster machen, ich kann Watches hinzufügen. Sehr gut. Also da bin ich noch nicht. Das ist natürlich gerade Lambda-Expression erwischt. Gut, also man kann sehr tief reinsteppen. Und auch wieder raus zum Glück. Machen wir lieber self. So, also es geht. Gut, also debuggen von Rust Code auf der Raspberry Pi vom Visual Studio Code aus einer Remote Session funktioniert. Sehr gut, ich habe es jetzt noch vor meiner Zeit geschafft, auch wenn nur ganz knapp, ich glaube in 5 Sekunden. sag einmal danke für eure Aufmerksamkeit. Genau, ihr findet mich auf Twitter, ihr könnt mir E-Mails schreiben, wenn ihr irgendeine speziellen Fragen habt. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, ich glaube, ein paar Minuten hätten wir noch. Genau, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, bitte gern jederzeit fragen. Ansonsten trefft mich dann draußen auf dem Café. Danke, ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können. Genau, also die Anmerkung war, dass die Raspberry Pi Zero, ARMv6, ich glaube eben auch mit der originalen Raspberry Pi, da gibt es Probleme, weil die dafür notwendigen Node-Module von Microsoft einfach nicht hergeben werden oder das wird nicht unterstützt. Genau, also mit wirklich alten Geräten von der Raspberry Pi habt ihr ein Problem, weil das geht dann nicht. Aber eben alles aktuellere, Raspberry Pi 2B aufwärts, die Zero W geht glaube ich auch. Also, genau, also alles relativ aktuelle funktioniert. Ich muss jetzt zugeben, das Problem hatte ich nicht, weil in meinem Cluster steckt nur 4er und 3er Pis, da habe ich es mir leicht gemacht. Ja, ich habe eine Frage bezüglich der Remote-Applikation von VS Code. Wenn ich die jetzt quasi ausführe und mich zum Beispiel auf den Pi damit verbinde, ja. Was ist das, also der Server, der dann dort startet in der Sandbox, also der Sandbox der Server, ist das dann von dem Open Source Code Server Projekt einer oder ist das, was ihr gerade gesagt habt, das Code Server Projekt, wo die bisher teilweise Probleme hatte mit allen Extensions, die in dem originalen Code sind? Okay, also die Frage war jetzt, wie das ausschaut, ob der Remote-Teil von dem VS Code, der auf dem Remote-Host, zu dem man sich über das SSH-Plugin hin verbindet, jetzt da auch Teil des, also des gleichen Codebasis ist von dem VS Code, das man installiert hat. Sprich, habe ich denn die Open-Source-Version vom VS Code, ist das denn auch der Server von der Open-Source-Version? Die kurze Antwort ist, ich hoffe, das wäre so. Ich glaube aber, also man sieht, dass wenn man in der Konsole mitschaut, wenn man das erste Mal installiert, da kann man in der im Output im Endeffekt mitschauen, wenn man da unter Remote SSH reingeht und das noch nicht gemacht hat, dann sieht man WGET-Befehl, woher der das Node-Modul das runterlädt. Da würde ich nachschauen. Meine Befürchtung ist, dass es einfach generisch latest für die Architektur. Also ich vermute, dass das nicht Teil des Open Source Codes ist. Wobei, ja, also da würde ich nachschauen, ich weiß es nicht. Bitte. Gut, dann sind wir, glaube ich, fertig. Sag noch einmal danke für Ihre Aufmerksamkeit und ich bin dann draußen beim Kaffee.